Eine ganz alte Hundemarke. So, herzlich willkommen auf meinem Kanal beim neuen Video. Mal auf dem Acker. Ist ja mal was ganz Neues für mich, weil ich ja eigentlich sonst nicht auf dem Acker gehe und mit einem alten Kumpel von früher, wo aufgewachsen sind, beide. Und ich wusste ja nicht, dass der auch Sonneln näht. Jetzt filme ich ihn einfach mal, aber man sieht ihn ja nur von hinten. Und zwar sind wir hier auf dem Acker, sagen wir bei ihm zu Hause, mit Genehmigung. Und jetzt habe ich das Teil als erstes gefunden. Das war da drüben. Hier so, da ungefähr war das gewesen. Und das ist eine alte Schnalle. Geht mal von aus. Also sieht top aus. Ich muss sie nur halt mal zu Hause richtig schön sauber machen. Sieht jedenfalls so aus. Und aus dem Loch hier, wo ich gerade bin, das hatte ich vorher gefunden, die Schnalle, habe ich eine Musketenkugel. Und ich sage euch, Leute, das ist meine allererste Kugel. Ich habe vorher noch nie eine gefunden. Die ist eigentlich schön erhalten. Die hat nichts getroffen. Hier hat es eine Schmarre. Ja, für den ersten Fund, ersten Tag unterwegs hier. Bin zwar ein Stück gefahren zu ihm, aber naja. Gut, na dann bis zum nächsten Signal. So, diesmal habe ich nur Schrott gefunden. So, jetzt habe ich den nächsten Fund gemacht. Und zwar so ein olle Ding hier, wissen wir, was das sieht aus wie, weiß nicht, ob das von der Batterie ist oder hat, weil hier so ein Kabel ran gelötet ist. Weiß ich nicht. Mal kicken. Kommt hier alles im Schrott. Hier ist ja so ein Schrottwagen hier in der Nähe und da schmeiße ich das drauf und werde doch ein bisschen groß. Meine Tasche ist schon ganz schön voll. Ich habe schon auf dem Müll gefunden. Aber Funde waren schon bei gewesen. Jetzt gehen wir hier noch ein bisschen lang. So, jetzt habe ich hier nochmal einen Nagel gefunden. Ein schöner handgeschmiedeter. Der gefällt mir. Nehmen wir mit. So, nehmen wir mit. So, nächster Fund ist, glaube ich, hier. Ja, sieht aus wie so ein Messergriff. Oder vielleicht so, ja, dass da mal ein Taschenmesser drin war. Aber sieht eher aus wie so ein alter Griff. Auf dem Acker hier. Jo, nehmen wir mit. So, jetzt sind wir irgendwann ab in den Wald gezogen. Also, so, jetzt habe ich gefunden. So, einen alten Haken. Kann Abschlepphaken gewesen sein. Oder irgendwas anderes. Ich weiß, es ist ein alter Haken. Ich nehme den erstmal mit. Vielleicht, wenn einer weiß, was das sein könnte, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich nehme es erstmal mit. So, schöner Wald hier. Bis zum nächsten Signal. Oh, jetzt habe ich hier ein Fragment, verschmolzen hat gefunden. Und dort war hier ein Loch da drin. Aber man sieht eine Stroph. Kann nicht erkennen. Zwar hier sind so eine Riefen drin. Vielleicht ist mal ein Flugzeugteil gewesen oder was leichtes. Naja, nehmen wir mit. Sieht ja schön aus jedenfalls. So, jetzt habe ich den nächsten Fund gemacht. Und zwar so eine Cola-Dose. Das muss wohl einer mit von den ersten Cola-Dosen gewesen sein, die halt so einen Klappmechanismus hatten. Ganz früher in den 80er Jahren, die hatten ja so ein zum Abziehen hat man das komplett abgezogen und weggeschmissen. Und hier steht sie ja noch dran, hochklappen und runterdrücken und zurückziehen. Ich habe auch noch nie gesehen. So, jetzt am Baum. Also, der Baum steht hier. Wie gesagt, der Wald hier.
eine Florena-Creme. Ah, die scheint noch nicht so lange hier zu liegen, weil die ist. Sieht neu. Sieht nur wieder halten aus. Fliegt aber in den Müll. Kann man hier brauchen. Gut, jetzt sammeln wir da oben noch die Waldkante ab. Und dann ist auch bald Schluss. Gut, bis dahin. Vielleicht kommt ja noch mal was Geiles. Also, Geile kam ja schon und naja, mal gucken. So, jetzt waren wir auf dem Weg. Hat gerade 10 Reichspfennig gefunden von 1940. Ich hier so ein. Ja, das war mal irgendwie so ein Beschlag gewesen. Vielleicht irgendeine Kante. Vielleicht vom LKW irgendwo. Weil hier oben an der Waldkante war mal ein bisschen was los gewesen. Ein paar Geschütze haben hier gestanden. Ja. Irgendwie aus Messing oder irgendwas, was das ist. Kupfer. Oh, nehmen wir doch. Nehmen wir mit, ist nichts Besonderes. So, jetzt kam der nächste Fund. Und zwar dieses Loch hier. Eine ganz alte Hundemarke. Und wir sind gerade beide am Umherrätseln gewesen, was das sein könnte. Und wir sind der Meinung, dass es eventuell Erster Weltkrieg ist. Und zwar kann man das nicht so richtig. Erstes Stammbataillon. Aber da müsst ihr googeln. Also das mache ich noch sauber und dann könnt ihr euch das so angucken. Und wir suchen weiter. So, und zum Newton-Schluss haben wir hier so ein irgendetwas gefunden. Ja, wie sieht es aus? Wie eine Schraube deformiert, abgebrochen. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn halt einer besser weiß, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Man kann ja alles wissen. Das ist Ona da am Piepeln. Ja. Ich mache nachher Fotos, eventuell, wenn es was Interessantes ist, dann seht ihr das ja. Und kann sein, dass es jetzt das letzte ist, oder letzte Fund. So, jetzt herzlich willkommen zur Fundzusammenfassung. Und zwar, ja, was ich so gefunden hatte an dem Tag, zeige euch mal. So, Müll war bei, eine Cremedose oder ein Deckel von der Cremedose, dann irgendwie Büchsen, also Büchsen habe ich ganz viel von. Ich habe auch alles mitgenommen gehabt, was ich an Büchsen habe. Ich habe aber irgendwann nicht mehr gefilmt, weil das war zu viel gewesen. Also, dann habe ich hier so einen alten Haken gefunden. Vielleicht kann jemand sagen, wo der mal dran war. Dann ist das hier so ein alter Nagel. Ich denke mal, da war von der Bahn, weil wir in der Nähe mal alte Gleisen waren. Denn ja, der ganze Schrott und Müll, Aluminium. Dann habe ich hier eine Dose gefunden. Oder von der Cola-Dose den Rest, da wo noch drauf steht, sogar hochklappen und zurückbiegen. Hier so steht da immer hier oben und immer hier unten. Immer auf Deutsch und auf Englisch. Also ich gehe mal davon aus, dass es eventuell so die ersten Büchsen gab, wo es diesen Verschluss gab. Vorher gab es ja diese Teile zum Abziehen und die sind ja halt nur zum Hochbiegen und zum Runterklappen und dann ist ja der Müll dran geblieben. Deswegen haben sie es ja damals, denke ich, mal gemacht. Ja, das habe ich gefunden. Naja, dann wie gesagt, auf dem Schrott hier ist noch ein bisschen Aluminium. Aber von was das war, weiß ich nicht. Vielleicht auch vom Teller, vom Besteck oder sowas. Denn so ein Beschlag hier von so einem Eisen irgendwie, von so einer Kante. Vielleicht vom LKW. Irgendwo von einer Pritsche. Wo so eine Holzbrett halt mit, ja, verkleidet wurde. Denn nochmal Nägel und ach, kleine Teile, Haufen Nägel. Denn nochmal ein Stück Eisen hier. Denn hier wird ganz schwierig. Also, da weiß ich überhaupt nicht, was das ist. Das ist aber sau schwer. Ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht Blei ist oder. Aber das ist so richtig starkes Eisen. Also, das ist schwer wie Sau, wie Blei. Aber ist nicht weich. Also, ich gehe mal davon aus. Ja, weiß ich nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Ich lasse das erstmal, dann noch ein paar Patronenhülsen. Dann hatte mein Kollege, das hat er mir zwar in der Hand gedrückt, soll ich mitnehmen. Nochmal so ein Flintengeschoss. Davon habe ich ja auch schon ein paar. So, und dann habe ich gefunden, diese besagte Teil hier. Also ich weiß nicht, was das ist, ob es eine Gürtelschnalle glaube ich nicht, weil dafür ist er zu dünn.
Und von hinten sieht es so aus, als wenn es mal irgendwo dran war, vielleicht am Stoff oder so. Ich gehe mal davon aus, dass es am Stoff dran war. So eine, vielleicht doch eine Gürtelschnalle, die am Mantel oder sowas dran war. Also wenn mir jemand sagen kann, was das sein kann, also was hier drauf ist. Kannst du ja immer von so zeigen. Dann von so, dieses Zeichen hier in der Mitte. Und dann mal von oben. Man könnte ja fast denken, dass es ein F ist oder ein T oder... Naja, jedenfalls diese Teil hier, der Teil gefunden. Dann war irgendwann nochmal eine Musketenkugel. Die ist auch schön rund und eine schöne Dicke. Also ich habe ja eine gefunden habe ich ja schon mal, welche gesagt hatte eigentlich, das ist meine erste, aber es ist meine erste große. Ja, große. Halt größere. Ich habe ja noch eine ganz kleine gefunden mal. Das und dann habe ich noch was anderes. Ich schwenke mal zur Seite. Dann habe ich gefunden nochmal eine Marke. Aber die ist. Man kann kaum was drauf erkennen und ist ja schon kaputt. Also mein Kumpel meinte wohl, das soll wohl aus dem Ersten Weltkrieg irgendwie sowas sein. Also falls jemand das weiß, von wo die ist. Also hier oben ist was eingestempelt, was eingeritzt, eine Nummer. Hier steht irgendwo was auch drauf, aber kann man auch kaum erkennen. Hier so. Und das gleiche hier nochmal auf der anderen Seite, aber... Ja, das war was ich gefunden habe. Ich hoffe mal, dass das nächste Mal ein bisschen besser wird. Also die Musketenkugel und halt diese Teil, das ist schon schön. Das sind so die drei Highlights, was ich habe. Oder an dem Tag, wo ich das allererste Mal wirklich auf einer Wiese war. Das habe ich ja auch noch nie gemacht gehabt. Und ja. So, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Kommentiert das gerne. Und wer noch nicht abonniert hat, also die meisten, zumindest die, man sagt ja so 82% der Zuschauer, die das Video anklicken, die sind noch nicht abonniert. Oder haben noch nicht abonniert. Und ja, abonniert einfach mal. Gut, das war's gewesen. Dann liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, euer Django. Tschö.